Das ist Balgach, Mitte August, ein halber Monat vor dem Sauserfest. Balgach zu jeder Jahreszeit, ein Schmucksdorf im Rheintal mit bald einmal sicher 5'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Extrem tief in den Steuern, sehr hoch in der Lebensqualität. Ich war mit Ernst Schnüsch, hier links, unterwegs gewesen, und mit dem René Tanner eben richtig Handsticker-Lokal. Das Balgach hat sich ja Ende des 18. Jahrhunderts Heimstickerei durchgesetzt. Fast in jedem Bauernhaus sind Frauen und Kinder, manchmal auch Männer, nach der harten Feldarbeit im Licht von Kerzen und Petroleumlampen in der Stube zusammengehockt und empfangen gestickt. Dann aber auch bald mit Maschinen. 1880 sind in Balgach bereits 109 Stickmaschinen in Betrieb gewesen, die immerhin für 250 Menschen Arbeit geliefert haben. Das Dorf hat damals gerade etwa 1539 Einwohnerinnen und Einwohner gehabt. Der Ernst Schnüsch, der Spurensucher und eben Handsticker, ehemals Lehrer, er schliesst das Handsticker-Lokal auf. Ja, und dann bin ich gekommen, in die Handstickerei. Ich war gespannt wie ein Regenschirm, weil ich das Kämpfen vom Grossvater her. Mein Grossvater war Skraps, Kreisstickfachlehrer, ich musste viel fetten, habe es gern gemacht, die Maschinen haben fasziniert. Und zuerst bin ich voll Staunen mal um diese Maschinen herumgelaufen, weil so eine Maschine habe ich nie gesehen. Bei uns hatte es oben 52 Tüchli, alles war eingespannt, ohne 52 Tüchli. Hier aber war ein Band und viel grösseres Tuch, hatte ich das Gefühl. Und darum hat es mich interessiert, wie das denn hier geht. Und der Ernst Schnüsch hat mir bereitwillig Auskunft gegeben. Die Nadeln waren gesteckt, der Nettling war schon ein bisschen drin. Und dann ist es dann losgegangen. Sie haben aber noch ein bisschen umgetüftelt, dies und jenes gemacht. Ich auch gemerkt, nicht in jedem Schnapperli drin hat es hier überhaupt ein Nettling gehabt. Ich war immer anders gewöhnt vom Grossvater her. Jetzt habe ich hier meine Nadeln aufgesteckt. Oh, schau mal, da hat es eine, die gerne keine Garn dran hat. Warum? Und keine Garn dran hat. Das ist schon gut. So, das ist gut. Jetzt brauche ich noch zwei. Da nimmt man dann die so, da packen wir die und dann ziehen wir es da so weg. Jetzt geht ja. Dann kann ich es eben von hier direkt aufstecken. Ja. Aber gell, deutsch und klar gesagt, eine richtige Gefetterlete, nicht? Ja, also vor allem, man muss die Handgriffe lernen. Also eine ganze Hand voll Nadeln heben, ohne dass du aus der Hand gehst, das muss geübt sein, das muss geübt sein, oder? Ja. Oder eben, wie ich es gerade dort vom Linealen weggenommen habe, muss ich darauf schauen, dass man das nicht aus der Hand kennt. So, jetzt haben wir hier aufgesteckt, kommt der René noch dran, hier bei dem Lila, den er aufsteckt, am Rosen, den er aufsteckt, und dann können wir dort, oder? Und der Nettling, wie man sagt, gell? Das hast du natürlich jetzt mit der Maschine gemacht. Den Nettling habe ich mit der Fädelmaschine gemacht. Das ist ganz interessant zum Schauen, wie das eine Fädelmaschine ein Nettling macht, oder? Wenn du ja. Denkst, da aufpassen, da fangen wir an. Gell? Ja, und noch, mit dem Fädel wieder an. Ja, ja, richtig. Ja. Der Rüne, gell, müssen wir sagen, können wir noch, ne? Ist der Sockenstricker. Jawohl, und er ist mein Lehrling. Da muss man auch ein Schlusszeichen machen. Ich habe gesagt, ich möchte mal einen Nachfolger haben. Habe ich auch ausgeschrieben. Und dann meldet sich der Rüne und sagt, ja, das ist ein Glücksfall. Er kommt dort eben als gelernter Mechaniker, kommt wieder raus im Mechanischen, wo mir voll abgeht. Und im Textilen, er kennt ganz Orten, kann er mir erklären, was 22 heißt oder 105 und so weiter. Also er ist ein guter Nachfolger und ein Gemerker genau. Also, im Sinne, hat sie in der Hand. Super, oder? Ganz gut. Jetzt ich studiere von Zeichnung, wie wir einen Liter machen, oder? Das da haben wir jetzt schon gestickt, die Blümchen, kann man sagen. Und jetzt kommt da Blümchen dran, das ist nicht die gleiche Farbe, die wir haben. Tun wir ihn jetzt sticken, oder? Das ist ein Strickmuster. Das ist nicht Stricker sagen. Das ist eine Stickerei. Ein Stick. Er hat eine Strickerei, oder? Aha. Er tut Stricken. Und das ist ein Strickmuster. Ja, das ist man sagt mal Karton, weil früher war es auf Karton. Ich habe noch einen umhängend. Das ist die Vorlage. Die Stickvorlage. Die habe ich hier aufgespannt auf dem Musterbrett. Und nachher tue ich dann mit dem Pantograph das Muster abfahren und die Maschine tut dann nachher da alles sechsmal verkleinert und noch seitenverkehrt übertragen auf die Kreuer. Also der Pantograph, dann geht es da rein und dann geht es auch auf die. Ich mit dem Pantograph. Moment, mit dem Pantograph kann er nie, schau mal, den Stoff bewegen. Ja. Aber er erklärt später den Stoff bewegen. Also,
Also, und da, da ist ja eine Bandmaschine. Im Werdenbergischen oben hat man viele Tüchlmaschinen gehabt. Dort hat, sie dann, hat man Tüchli, den Tüchlstoff in ein Rämli eingespannt und hat dann oben 52 Rämli Platz gehabt und unten dran auch. Oder? Jawohl. Aber bei mir ist es eine Bandmaschine. Also ich kann sagen, ich mache jetzt hier das Muster, lasse so und so viel Platz offen und mache wieder ein Muster, je nachdem, für was ich es brauche. Genau. Aber ich könnte hier Bändli machen. Das wäre dann, wenn dann alles zusammenhängen würde. Das kann man bei der Tüchlmaschine nicht machen. Eine Bandstickerei machen, wie eine Wand dort hängt oder so. Oder? Herr Gerdernst, vor 150 Jahren hat das Balgach angefangen. Du bist zur falschen Seite auf die Welt gekommen, oder? Ja, du, ich würde sagen, mein Vater war du fast schon auf der Welt, oder? Ja. Und hat mir dann ein bisschen erzählt. Aber das hat mich nicht interessiert. Hat mich ja. nicht interessiert, oder? Bis dann nachher ein Buch vorgekommen ist, im Meisterkoppen, der Vater ist gestorben. Und dann habe ich angefangen zu lesen, altdeutsche Schrift. Oder? Und dann habe ich gemerkt, dass es hier um Sticken geht, um eine Ferkelgenossenschaft geht. Und dann habe ich nicht gewusst, was das ist. Und so habe ich dann mit Museumsbesuch, mit Büchern lesen, in die eine gearbeitet und bin dann in die eine gekommen. Auch noch dann später, weil ich Lehrer war, mit dem Bildungsurlaub, konnte ich Ortsgeschichte Balgach erarbeiten. Und da war sicher Stickerei ein wichtiger Teil. Weil von 1870 bis 1920, ein bisschen vorher gehört, war Balgach ein Stickerdorf. Eben. Und nach dem Zweiten Krieg hat es wieder schön, die einzelnen Schieflestickerei arbeiten kann. Eben, und Ferker haben immer die Arbeit ja dann hergefärkt, gell? Also, dann bist du geholt gegangen, gell? Also, der Ferker ist der, der in St. Gallen in den Exporthäusern Arbeit geholt hat, mit denen verhandelt hat. Und dann hat er den Stick Boden, also das Tuch und den Karton, ja. hat er auf den Balgen gebracht. Mit der Eisenbahn hast du also, mit der Bauer. Und hat sie seine Sticker verteilt. Und hat er noch gesagt, was jetzt die Arbeit wert ist, gell? Was richtig. Rüberkommt dafür, gell? Richtig. Also das ist Sauköge sind jetzt die Ferker. Ja, in der Literatur kommt da viel vor. Ja. Viel vor. Hat dann jemand ein Buch geschrieben, das ich hier ausgestellt habe, er sieht es da ein bisschen anders. Es waren nicht nur Sauköge, die Ferker. Ich muss ehrlich sagen, also, ich kenne so ein bisschen, ich habe die gute Meinung von den Ferker. Ja. Also die, wo wir Scraps hatten. Ja. So, ja. Ja. Ja, und dann musste sie etwas verstehen, sie müssen wissen, was kann der Sticker mit seiner Maschine, die er hat? Wie feine Arbeiten kann er machen? Oder wie prompt wird er zeitlich fertig? Das sind alle Sachen. Wenn er viel Fehler macht, muss man nachsticken. Gut, dann muss der Sticker zahlen. Ja, ja. Du, wie spannst du denn da das Tuch auf? Da? Ja, du, dann muss ich da die Schutzbretter wegnehmen, schwarz und nachher kann ich das Wellentuch runterlassen und dort hat es Häkchen drin und Nägel und dort tue ich es aufbauen. Okay. Da sieht man die Wellen, sieht man da, oder da ist zum Beispiel das Obertuch. Genau, ja. Und jetzt ist der... Und da kannst du nur noch verstellen nachher? Ja, ich kann dem sagen, Nahwelle. Also, Nahwelle. Ja, das kannst du natürlich. Dann könnte ich, wenn ich einen grossen Stoff habe, ist es heikel, gell? Ja. Könnte ich Nahwelle und wieder eine Reihe sticken, Nahwelle und wieder eine Reihe sticken. Eben, du hast ja das andere erwähnt, mit Tüchli, das ist ja ganz etwas anderes. Da hat man jedes Tüchli 52 oben, ja. 52 unten müssen einspannen. Richtig. Also, jedes Tüchli spannen und dann die Tüchli Rämli in einem Holzrahmen einspannen, festmachen und dann hinweg. Das ist schon etwas anderes. Das Balgach eher das gewesen? Nein, sowohl als auch. Gell? Ah, sowohl als auch. Und gell, manchmal hat es so zwei, drei, vier Maschinen gehabt? Ja gut, da wäre natürlich am Anfang hat man ja da in den Fabriken gemacht. Ja. Das Balgach hat zum Beispiel drei Männer gehabt, wo Gemeinderäte und was da war, wo Fabrik bauen für 8 Maschinen. Aha, und dann haben dort ja die einheimischen Buben, junge Männer, haben gelernt zu sticken. Und bald einmal haben die Exporthäuser gemerkt, dass man die jungen Männer, die jetzt können sticken können, die können einzeln anstellen. Dann war das Risiko vertan. Wenn die Nachfrage nicht da war, dann haben die darunter gelitten, die Einzelmänner, oder? Und nicht die ganze Fabrik. Und dann hat man gesagt, Einzelstickerei, Heimstickerei ist dann nachher gegangen. Die Heimstickerei, wo bei den Familien auch mitbeteiligt waren. Gell? Also, und da hat es da drinnen, das ist ein originales Lokal, wohlverstanden. Nun hat man, wo dann die Stickerei 1920 nicht mehr war, hat man dort einen Garage-Store gemacht. Oder? Ja. Dann nachher hat man
da Pfirnstück, Kreuzstück, hat man ganz verändert, Weil ja. Das Merkmal von einem Handstücklokal ist, dass auf die Lichtseite, das ist ja meistens nur die Sonnenseite, auf die Lichtseite drei Kreuzstücke hat. Und haben wir noch in der Größe, wie er muss sein. Nämlich oh, so genau, groß. Du, das Ruder, da kann mich erinnern, haben wir so am Luftspickel. Das ist original, ja. Gell? Nein, also, ja, halt macht es original. Den haben wir gebraucht, brauchen wir jetzt noch mit der Sonne. Darum haben wir dort zu. Ja, ja. Und da tun wir es wieder ab, oder? Dass die Sonne, zum Beispiel, ja, jetzt geht es, kommen wir auf. Jetzt geht es, gell? Oder? Also, das ist die richtige Größe für den Kreuzstück. Ja. Das ist das Merkmal von Handstücken. Drei Ohren, oder? Ja. Und dann knapp, der Raum ist gerade so gross, dass man noch rundum kann. Also eine schwangere Frau hat knapp Platz. Ich sage jetzt eine extra schwangere Frau, weil, weil die Familie hat 2, 3, 4, 5 Kinder gehabt. Und das hat dann bedeutet... Also jetzt sind sie auf eine Ziehung wegen der schwangeren Frau. Das ist mehr um die 3 Fenster gegangen, gell? Ja, das stimmt doch. Ja, das ist eine schwangere Frau knapper und umgekommen. Ja, also, und die müssen helfen. Die müssen helfen. Das ist also Frauen- und Kinderarbeit auch gewesen, oder Schülerarbeit oder so. Ja, jetzt würde ich sagen, Röni, jetzt fangen wir an. Gell? Ich stecke am Anfang anstechen und dann kannst du hocken und sticken, oder? Okay. Weil du hast ja da üben. Der Ernst war immer ein guter Lehrmeister gewesen. Und genau so, wie er es in der Schule gemacht hat, so hat er es am Röni beigebracht. Anstechen ist gar nicht so einfach. Schauen, ob das zusammenpasst. Schauen, ob alles klappt und auch schauen, ob alle Nadeln und Nettling schön drin sind. Dies und jenes müssen angebessert werden. Der Ernst aber mit viel Geduld hat da seinen Angriff genommen. Der Röni hat zugeschaut, ist, ja gemerkt, schon gespannt darauf gewesen, wenn er dann endlich auch darf da eingreifen. Aber wie gesagt, der Ernst überlässt nichts zum Zufall. Weil es ist wichtig, dass man das wirklich richtig vermittelt, weil das ist ganz eine filigrane Arbeit, das Ganze. Ja, und dann ist langsam der Röni ins Spiel gekommen. Jetzt schaue ich ein bisschen, wie der Röni stickt, oder? Er kann schon gut. Und Röni, gell, denkst du dran, von der Maschine weg beim nächsten Blättchen, wegen dem Garn. Oder? Jetzt kannst du genau stechen jetzt. Ja, genau. Ja. Richtig. Schön begehen. Was hat das geheißen? Was denkst du da, ein bisschen weg vom Garn oder was? Ja, weißt, es ist wegen dem Garn, wegen dem Zwirn vom Garn, ist es ratsam, hinten vorne kommen, in der Nähe von der Maschine und dann nachher hinten gehen, ein bisschen weg von der Maschine. Also die Stiche so führen. Siehst du, jetzt ist er da näher bei der Maschine und kommt hinten vorne. Ah, da meinst du, ja. Also dann, die Abfolge der Stiche. Richtig, so, oder? Ja. Auf das kann er schauen. Dass dann, vor allem bei Bomwolle, also 22, muss man es gut schauen. Nach 25 Stichen sieht man, man muss den Stich drehen, auf die andere Seite wieder. So. Gell? Und das Oval wird immer noch ein bisschen drüber, also wenn du den Kast. Wenn es etwas schön rund wird oder rund gebogen wird, dann kann er nicht genau nach der Zeichnung stechen, sondern muss am Anfang eher knapp. Und je mehr es in die Runde geht, desto weiter muss er stechen. Also ein bisschen überstechen sieht man dann nicht. Ja, und da ist er jetzt gerade dran. Da kann er schon keiben gut. Also weißt, kann man sich dann da drauf verlassen, auf die Zeichnung da? Die Zeichnung muss man sich drauf verlassen. Aber der Sticker muss natürlich dann noch wissen, wo fange ich an, wo fange ich nur schon von diesen vielen Blümchen an, was soll ich zuerst machen? Aber wie tust du das zuerst justieren? Dann musst du noch richtig auf dem Tuch sein. Ja gut, das habe ich nicht, wenn ich hier aufgespannt habe, dann nehme ich die Zeichnung etwa die Mitte vom Musterbrett. Und dann kann ich das ganze, den ganzen Stoff hier kann ich verschieben, dass die Rechtlinie in der Höhe kann ich verstellen, den ganzen aufgespannten Stoff oder auch seitwärts. Ja, dann muss ich es justieren. Aha, aber das muss ich ganz am Anfang machen, wenn man mit der Stickerei anfängt. Ja. Das ist noch wichtig. Und wenn du eine neue Nadel hier tust, das Anstechen, schauen, dass es hundertprozentig hält, das ist wichtig, Vorbereitung. Ja, sicher. Also, jeder Nadel muss am rechten Ort sein, im richtigen Rapport. Jeder Nadel muss genug lang sein, ist fast klar. Und wenn man ein paar Stiche macht mit dem Anstechen, dann putzt es vielleicht schon am Faden, einen schwachen. Und dann wollen wir wirklich gut starten. Und das sind wir jetzt, oder? Jetzt kann ich da stricken. Du, Röni, heben wir mal schnell das Mikrofon her, das würde mich sicher mal interessieren.
Hast du das gesehen? Das zweifach aus, du fährst es mit dem Wagen hierher und dann musst du ja abtreten. Drückt noch, hä? Also es drückt extrem. Es sieht einfach aus, aber man muss immer wissen, dass man eben am richtigen Ort ist. Weil man ist noch relativ schnell am falschen Ort und dann ist gell? Entweder ein Stich zu viel oder ein Stich zu wenig. Und dann ist es nicht gut. Und durch das, dass ich das jetzt noch nicht lange mache, also für mich ist eine gehörige Konzentration. Sieht so aufwach aus, bis man dran hockt und dann merkt man, hoppla, ist gleich ein bisschen mehr dahinter. Und du bist eigentlich ein Profi, gell? Du bist Mechaniker, du bist Sockenstricker, also du bist einer, der eigentlich, ja, bist ein Profi im Grunde genommen, ja. Also vom Textilen her auf jeden Fall, ja. Das ist jetzt einfach eine andere Art vom Stricken. Ja. Also vom, da ist ja Sticken und genau. Die Stricken, genau. Das ist eine andere Bindungsart genau. Vom ja, Faden. Ja, ja. Und ich habe einfach den Vorteil, dass ich vom Textilen her komme, dass ich die Fäden kenne und alles. Aber das Sticken selber ist für mich Neuland. Genau. Und wenn du dann dran bist und dann drehst du da unten ab, gell? Das genau. Heisst, mit anderen Worten, dann schnappt zum Beispiel links im Wagen geht es auf und rechts schnappt es und dann geht es weiter. Eben, das ist schon wichtig, gell? Der Zeitpunkt genau zu verwischen. Also ich habe ja hier zwei Wege auf dieser Stickmaschine. Genau. Und je nach Pedal, das ich da unten habe, tue ich dahinter oder den Vorderwagen bewegen. Genau. Und wenn ich hier abtrete, also jetzt komme ich hier führen. So. Ja, oh, jetzt hast du es verpasst. Jetzt, okay. Jetzt bewegst du den Hinterwagen, gell? Dann jetzt bin ich auf den Hinterwagen. Genau, ja. Und jetzt komme ich mit dem Wagen wieder führen. Genau. Jetzt gehe ich mit dem Wagen an den Stoff daher, also wieder auf den Anschlag. Und dann merkst du, wenn du dran bist. Jetzt merke ich, ich höre es. Ja. Und dann gehst du. Und jetzt tue ich abtreten, ja. Dass der andere zum Kluppen ja. Dort wechseln, den Faden übergeben. Und jetzt kann ich mit dem vorderen Wagen wegfahren. Was passiert jetzt, wenn du zu früh abtretest? Dann bin ich irgendwo im Juhaus oder die Nadel, hebe es nicht in den Kluppen, in den Klammern rein. Dann gibt es nichts. Dann habe ich einfach... Dann ist eine schlechte Laune. Richtig, ja. Dann muss ich die Füße in die Hände nehmen. Gut. Also. Jetzt bist du wieder dran. Da merkst du richtig, he? Ja. Und jetzt hast du wieder abgetreten. Jetzt habe ich auch den Klubber gewechselt. Jawohl. Jetzt ist die Nadel vorne frei und im Hinteren geklemmt. Und jetzt gehe ich wieder hinter die Züche. Jetzt kommen wir mal schnell da hin, oder? Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir noch jetzt... Ja, genau, ja. Jetzt gehst du her, jawohl. Ja, ist auch so. Jetzt bist du dran. Jetzt gehe ich wieder rüber. Gut. Und jetzt... Nadeln wechseln, abtreten. Und mit dem Wagen weg. Aha. Wagen weg, bis der Faden spannt. Jetzt spannt es. Jawohl. Und dann kann ich den nächsten Stich anfahren auf der Zeichnung. Ah, da musst du natürlich immer zuerst den nächsten Stich nicht an. Ja, klar. Natürlich. Jetzt habe ich da innen dran... Jetzt ist einmal... Da muss man schauen. Hinter, jetzt ist er gespannt. Jetzt tue ich den nächsten Stich. Also jetzt gehe ich. Jawohl. Nadel bleibt ja immer am gleichen Ort. Jawohl. Der Stoff wandert. Genau, ja. Genau. Und jetzt habe ich den Stoff versetzt. Und jetzt gehe ich wieder durch den Stoff durch. Klubbern abtreten, durchziehen. Ja. Bis er jetzt den Faden wieder spannt. Da. Und dann gehe ich wieder rein. Du Röni, bei dir, also, gell, wo dir alles vollautomatisch geht, das ist eine Rauchhogenarbeit, oder nicht? Also das ist auf jeden Fall eine rechte Arbeit und ist aber auch eine interessante Arbeit. Aha. Und jetzt muss ich auch sagen, ich bin froh, dass ich nicht von dem leben muss, dass man das museumsmässig darf lernen darf. So. Ja. Weil wenn man dann da stundenlang an der Maschine hockt, so, klar gibt es Übung, klar gibt es eine Kondition, aber es ist dann schon... gehörige Arbeit, ja. Von dort her. Ja. Also ich bin Jahrgang 53, beim 63 kann ich mich erinnern, mein Grossvater und Grossmutter Bedi gearbeitet, eben Handsticker, von morgen früh bis am Abend, spät bis Licht rumgegangen hat. Und ich meinte, die Maximum hätten die dort schon 800 bis 1000 Franken bekommen im Monat. Und das war natürlich brutal viel damals. Gell? Also wenn man Schwein hätte, ist es gut gelaufen. Wenn's jawohl, ja. Ja. Und jetzt hast du es auch gemacht? Das jetzt habe ich einfach, durch das, dass wir jetzt im Schwätzen sind jawohl. Und ich gefragt worden bin, habe ich jetzt das, den Gatter festgeklemmt. Ah, jetzt hast du den Pantografik gesehen. Genau, dann genau. Ich auch wo ich bin. Nicht, aha. Dass ich jetzt wieder ein Durcheinander überkomme. Wo genau. Bin ich jetzt gewesen? Was ja. Muss ich jetzt machen? Gibt es wieder Fehler oder dort ja. Etwas anderes? Darum habe ich jetzt den fixiert. Aha. Und jetzt sollst du wieder lösen? Jetzt soll ich wieder lösen. Und wenn ich jetzt im Sticken bin, jetzt musst du einfach entschuldigen, durch das, dass für mich
mich einfach nach Konzentration. Genau. Ich kann nur schaffen oder schwätzen. Du, ich soll sagen, da geht beim Filmen genau gleich. Ja, ja. Gut, es gibt schon solche, die beides kann. Nein, jetzt bin ich mal ruhig. Jetzt tun wir mal nur filmen. Jetzt tun wir einfach, jetzt genau. Tun ich einfach mal schaffen. Weg mit dem Mikrofon jetzt sonst, mache ich, beim Mechaniker hat man mal früher gesagt, da bist du Mittelschrott machen. Wir wollen ja etwas Schönes machen. Genau, gut. Nicht einen Ausschuss. Genau. Mal, dann tue ich jetzt einfach wieder weiter sticken. Ja, gell, ernst, also wir können reden, also sind alle nicht noch ganz, gell, also wenn ihr jetzt fest rupfen würdet, dann würdet ihr natürlich die Frage rausrupfen. Ja, da ist etwas Wichtiges, der Röni hat gesagt, er muss sich konzentrieren, er muss sich konzentrieren auf die Zeichnung, dass er die Zeichnung richtig liest und nachher noch einen Stich überhupft und dann muss er auch immer schauen, ob es gar nicht geputzt hat. Er hat jetzt mir noch ein als Hilfe, die kontrollieren kann. Ja. Früher war es die sogenannte Fädlerin. Eine hat ihm noch die Nödel gemacht, wo man ihn anschaut, und hat kontrolliert, ob etwas Nödel geputzt hat. Hat ihm natürlich auch geholfen, aufstecken, hat ihm geholfen, aufspannen. Und alles da, wenn eine Frau verhindert war, dann konnte ein Kind helfen. Müssen helfen. Und dann haben wir eben gesagt, es ist aber schon eine ausgewiefte Technik. Es ist schon irgendwie ein Wunderwerk, gell? Weißt du, wenn du denkst, 150-jährig, hä? Nicht? Ja, 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 es ist ja schon 1828 ist sie erfunden worden und 1850 hat man können mit einer Stick. Ja, ja. So. Ja, und wenn ich denke, alles ist ja dort auf der Zeichnung 6-mal grösser, dann wird es verkleinert. Also aus 6 mm ist da ein Millimeterstichli. Ja. Und das Verrückte ist noch, das passiert so viel Mal, wie ich wünsche. Also ich könnte auf dieser Maschine, auf dieser Bandmaschine, könnte ich 312 Motivchen machen. Aber die würden natürlich nur ganz knapp so breit, wie da der Rapportabstand ist, der Vierviertel-Rapport. Dann hätte ich auf jeder Klupper eine Nadel. Und dann habe ich schon gemacht, zum Beispiel so Samichlaus-Köpfchen. Dann habe ich 312. Aber wenn sie dann dort das Garn kögelt, wir sagen kögelt. Wenn das Garn kögelt, dann nachher stehst du ständig auf. Dann brauchst du jemanden, der dir hilft oder der dann nachher sagt, halt, stopp, wir müssen einen neuen Nödel drauf tun. Das ist vielfältig. Also, ich sage auch immer wieder, Röni, sehr konzentrierte Arbeit. Sehr Wenn ich etwas zum Muster sagen, es gibt schon, mein Stickerlehrer wohnt im Toggenburg, der bekannteste Handsticker, der Bernhard Kohlenstein, Fernseh und Zeitschrift und so. Bei ihm kann ich Musterkartone holen. Manchmal ziehe ich aber auch in einer Brockenstube oder in einem Markt ziehe ich ein Muster und denke, oh, das gefällt mir. Das ist mir passiert mit dem Muster, wo wir jetzt dran sind. Ich habe ein Stückchen Stoff von einem Markt gebracht, habe es dann nachher das Stückchen Stoff fotografiert und habe es dann müssen schlussendlich vergrößern mal 6. Also ein Stückchen Stoff, nicht die Größe, ein Stückchen Stoff mal 6. Und nachher habe ich angefangen zu sagen, halt, jetzt tue ich Blümchen da, tue ich sie aufzeichnen. Jawohl. Hat dann das da gemacht, oder? Ja. Von der Schule her konnte keiner einen Zirkel brauchen, konnte auch eintalen in die Sektoren. Und dann musste ich die Zeichnung nur einmal machen, die Blümchenzeichnung. Ich habe sie kopiert und nachher im Webmuster, das sieht man ja da, aufgeklebt. Oder? Jetzt hat es aber noch manches Problem gegeben, beispielsweise, wie mache ich da einen Abschluss? Er hat da gepfuscht, der war ja ein Pfuschen. Wie mache ich das sauber? Wenn ich die Zeichnung dann nachher nicht mehr brauche, dann können sie gut kopieren lassen. Aber jetzt sind wir im Muster, könnte man dem sagen. Ich schreibe immer auf, was für eine Nödel wir brauchen. Ja. Wenn wir es nicht mehr nachmachen, dann der Sticker, zum Beispiel deinen Grossvater, den du erzählt hast, hat auf der Zeichnung ist gestanden, welche Farbe. Genau. Und ist ja nummeriert gewesen. Bei mir haben sie da auch 2 oder 4. Und wie viel Nödel das er braucht? Genau. Dann ist es ein 80er, 80,60, oder? Ja. Und so hat er gewusst, dass er aufspannen muss, also Nödel machen für jede Fahrt. Ja, und dann noch der Rapport. Weißt du, wenn es nicht schon mal nicht gelangt hat, wenn man falsch berechnet, dann müssen wir noch. Sepp ist dann noch heikel gewesen. Ja, die Farbe nicht ganz gestimmt. Ja, Und so habe ich Menge Sachen selber gemacht, oder? Am Anfang habe ich mir so lernen, sticken wie er, so ganz genau. Und jetzt kann ich ein bisschen probieren, kreativ. Wie zum Beispiel da die Visitenkarte. Da unten innen ist der Balgenlöw, Wappenlöw gedruckt. Und dann habe ich genau gleich gedruckt. Jetzt bin ich gerade beim
Rühne dich auf, setze nochmal. Ja. Ja. Ja, also das ist der Balgerlöw, der Wappenlöw. Ja. Der ist da sonst drauf gedruckt. Dann habe ich den Druck wieder vergrößert und eine Zeichnung gemacht und dann gestickt. Oder? Das ist eine ganz persönliche Visitenkarte, wo nicht viele Leute haben, die selber mit der Handstickmaschine eine Visitenkarte gemacht haben. Jetzt haben wir das Blümchen hier gemacht. Also das rundum. Jetzt fehlt noch ein Blättchen und das kann man dann nachher noch fertig sticken. Soweit. Wenn es dann etwas kürzer wird, gell? Wird es auch länger und komplizierter? Also komplizierter, es bleibt immer gleich kompliziert, aber es ist von Faderspannung her. Und jetzt ist natürlich der Faden, durch das, dass man den wirklich manchmal hin und her gezogen hat, halt schon auch langsam ein bisschen angegriffener. Es ist nicht mehr gleich geschmeidig und da kommt jetzt ein langsam Problem entstehen. Spielt die Hitze eine Rolle, also die Wärme? Also die Hitze, ich glaube, dann, ja, ab dem 60, 70 Grad. Aber ich glaube, bei diesen Temperaturen ist die Hitze für das Garn nicht ein Problem. Weil das ist jetzt ja eine Kunstseide. Wir haben das einmal ausgeschaut. Ich vermute, das ist eine Viskose-Kunstseide. Und ja, also 60, 70 Grad sollte eigentlich nicht das Problem sein. Es ist mehr Geschwindigkeitsproblem, weniger das Wärmesproblem. Gut, komm, schau mir das Blümchen mal an. Also einen hohen Stolz kannst du jetzt schon haben, nicht? Ja, lauf mir nicht zu fest in den Himmel auf. Nein, also ich muss sagen, mir gefällt es. Es ist gut gelungen. Es ist gleichmäßig da von der Stich her. Also, mal das könnte man, das könnte man so gerne verkaufen. Wenn der René jetzt seine Arbeit beurteilt hat, dann bin ich mit ihm einverstanden. Aber auf was kommt es denn darauf an, dass die Arbeit super ist, dass sie gut ist? Also beispielsweise, ob die Stich schön auseinanderliegen, da bei dem beispielsweise oder bei dem da oben, hat es immer den gleichen Abstand, wunderbar. Oder bei dem Blümchen, wo er gestickt hat, wie der Kreis innen dran schön Mitte rund geworden ist. Oder? Das sind Qualitäten, das macht etwas aus. Oder der Anzug, da hat es nie Federn, die locker sind, wo er nicht richtig anzieht. Hat doch keine Federn, die einmal gespannt, dass der Stoff erzeugt. Das sind so Qualitätssachen, die man beurteilen kann. Und das hat er gut gemacht. Das kann der Röni, oder? Hat er einen guten Lehrmeister gehabt? Ich denke, er hat gut aufgepasst, oder? Also, er hat natürlich auch, oder? Aber er kann aufpassen, wenn man nicht so sagt. Ja. Und wenn ich jetzt schon hier rumfuchtle mit der Schere, da ist natürlich noch eine besondere Schere. Ein krummes Saugrogen Schere. Da kann ich also jedem einen Knopf abschneiden und in den Stoff schneiden. Oder da kann ich beispielsweise den Anfang, den wir hier hatten, kann ich hier abschneiden. Ja, das war jetzt ganz fachmännisch gemacht, wegen der Kamera. Jetzt mache ich es fachmännischer, kann ich hier abschneiden und jetzt ist der erste Federli weggegangen. Also mit dieser Krumme, mit dieser Federschere kann ich das machen. Jetzt ist ja der Nödli fertig, der geht dem Mann zu, den tun wir verstehen und nachher tun wir den Rest abschneiden. Und dann geht es darum, dass wir nochmal so einen Nödli haben. Nochmal die gleiche Farbe, weil nämlich hier oben fehlt ja jetzt hier noch das Chromblättchen. Und hier fehlen jetzt noch die zwei halben Blättchen, die wir noch nicht machen. Ja. Hier machen wir jetzt nochmal den gleichen Nödli. Und das machen wir mit unserer Fädelmaschine. Da kann man erinnern an die Büchse. Was ist in dieser Büchse hier? Ja, da kommt gar. Aha. Also ich habe abgeschnitten und habe noch eine Nadel rausgenommen und dann möglichst schnell am Öhr abgeschnitten. Jetzt hat es aber im Öhr immer noch ein bisschen Garn. Genau, da muss man schütteln. Und der Garn muss raus. Genau. Garn muss raus. Ja, genau. Und dann, wenn ich hier den Deckel drauf tue, auf die Nadeldose und jetzt schüttle hier. Ja. Und weil ich ein Musikfreund bin, habe ich vielleicht mal noch ein südamerikanisches Stückchen gespielt, oder? Genau. Tut's mal. Es waren also Sticker Mengen im Musikverein, im Turmverein. Und im Musikverein, der hat dann halt vielleicht einen Marsch geklopft. Gut, jetzt haben wir schauen, was passiert ist, oder? Ja. Jetzt, wenn du schaust, hat es jetzt den Garn verbäuselt. Genau. Und zwar, weil hier rundum ist nicht gekoppelt und dann ist das Garn dort hängen geblieben und hat sich so verbäuselt. Jetzt muss man nur die Bäusel raus. Genau. Dann machen wir so da. Aha. Jetzt ist fast sauber.
Jetzt hat es noch derge, wo ich noch ein bisschen spezieller abschneiden muss. Mhm. Die sauberen Nadeln kann ich dann brauchen für Pedalmaschine. Jetzt schaut, die saubere Nadeln sind jetzt drin. Die tue ich da rein, im Becher rein, oder? Genau, dann schüttelt man sie so hin und her, gell? Und jetzt müssen ja die Nadeln hier, die sauberen Nadeln, gell? Wir haben noch gerne nie darüber geredet, dass das Öhr von den Nadeln, komm, ich kann das noch besser da sagen, das Öhr von den Nadeln ist dir mit drin. Und darum kann ja der René beim Sticken, muss er nicht jedes Mal hin und vorne die Nadel drehen, wie eine Handstickerin. Und ich muss ja immer die Nadel kehren, dass sie wieder den Spitz gegen den Stoff geht. Da kann man, weil es zweispitzig ist und das Öhr mit immer hin und her fahren. Mm-hmm. Das ist das Besondere an der Handstickmaschine. Und jetzt müssen die Nadeln müssen jetzt bei der Fädelmaschine, das ist übrigens eine Levi-Fädelmaschine, die heute die Starag ist, der Vorgänger. Und jetzt müssen die Nadeln müssen jetzt hier rein. Die muss jetzt hier rein. Die kann ich so rein leeren, oder? Jetzt muss ich hier die schütteln. Habe ich alles müssen lernen. Wenn ich alles müssen lernen, bis da parallel sind, bis da im Fächer liegen, kann ich jetzt hier so ein Hempel aufnehmen. Und jetzt hier so da so da rein tun. Jetzt ist halt ein bisschen ölig da, gell? Von der anderen Seite geht es besser. Genau. Warte mal, komm, wir kehren mal. Ja. Wir laufen noch rum. Ja, das muss es ja sein. Ja, oder? Jetzt ist das super auf dem Löffel. Genau. Und jetzt kann ich es hier in eine Nadelreserve rein tun. Und da langt mir. Und jetzt tue ich noch oben drauf das Holz. Damit es nicht rausspickt. Richtig, dass sie nicht alle leicht beschwert sind. Genau. Aber das ist eine Erfindung von dir, und das kann mich nicht erinnern. Und ihr habt vielleicht den Metall gehabt, der hier griffelt. Ah ja, genau, da hast du recht. Ja, ja. Da, ja. Und jetzt kann man fädeln, da überlassen wir dem René. Jetzt von Nadeln drin. Und hier mit dem Faden wieder. Aha, genau, die kann kneifädeln. Ja. Ja. Eben da das, was ja, genau. Da unten durch und ins Messer. Genau. Ja. Jetzt schauen wir, wieso so eine Nadel K ist. Also hat der Ernst falsch hingelegt, meinst du nicht? Nein. Das ist eine heikle Sache. Komm, ich schaue dir mal noch. Mit dem Spezialgriff. Und gerade Gerg ist schon nicht gekommen. Jetzt ist schon nicht gekommen, ja. Aha. Jetzt habe ich dafür aufgemacht. Eben, das ist. Komm jetzt hier. Da. Den Faden nochmal wegnehmen hier. Der ist jetzt einfach ein leerer. Das haben wir dann nochmal schnell rein. Unten durch. Da habe ich doch ein bisschen. Unten durch und ins Messer. Das schneidet es selber ab. Das Messer schneidet es dann einfach selber ab. Dort, gell? Warte mal schnell, wo ist jetzt das Messer? Ja, die Schere ist. Ja. Und während der Röni langsam dreht, könnt ihr erklären, wie es geht, oder? Genau. Die Oberli hier nicht drauf. Das Zeug in die Kette. Nur drehen. Oh, Entschuldigung. Jetzt kommt er jetzt langsam. Ja. Jetzt kommt der Nadel. Und jetzt geht es weiter. Nochmal, fangen wir nochmal an. Also, gut, jetzt mal. Jetzt, der Schuh hier, bringt jetzt eine Nadel aus dem Nadelreserve hinten. Ganz langsam. Jetzt kommt der Schuh vor. Nadel sieht man glänzen. Sie liegt so gegen das Fenster, gegen die Mauerbrüche. Da wartet schon das Fadenhöckli. Das Fadenhöckli wartet schon, dass es durch das Öhr durch kann. Jetzt weiter. Jetzt wird die Nadel arretiert. Man hat es gehört. Das Fadenhöckli geht jetzt durch das Öhr durch. Und das Fadenhöckli holt jetzt hier das Garn rauf und zücht das Öhr durch. Jetzt zücht das Öhr. Und jetzt kommt hier ein Zängli. Das Zängli packt das Nödeli. Jetzt. Und dann hat es nachher hier so einen krummen Finger. Da, und der schiebt jetzt die Schlaufe vom Öhr weg. Da ist das Öhr und da die Schlaufe. Nicht, weil das Öhr schon verdickt ist, wie es mit dem Schlaufen anticken. Der da hat er eingestellt auf die Länge, die es braucht. Der zücht abwärts. Zücht das Garn hier in Schärli. Das Schärli schaut gegen das Fenster. Da ist Schärli.
Und dann schneidet er es ab. Aber zwischendrin kommt jetzt schon wieder die nächste Nadel. Ne? Und was wir noch nicht gesehen haben, ist, wie das Platz gemacht wird, wie das Platz gemacht wird, dass überhaupt das Zängel Platz hat. Da, schauen wir jetzt, kommt dann die nächste. Geht hier da durch. Und jetzt, der da. Hast du gerade den Finger vor? Jawohl. Der da zieht das Garn so weit vor, dass er Platz hat, um das Hintergarn zu holen. Ganz jetzt hat er das Hintergarn geholt und zieht es jetzt nicht nur hier hin, er zieht es auch noch in die Höhe. Der geht in die Höhe und gegen mich. Und jetzt geht er wieder abwärts gegen mich. Und jetzt hat es eine Fadendrücke, eine Garnrücke, dass ich jetzt das Zängel, das Nödel packen und die Schlaufe verschieben kann. Genau. Und interessant ist schon noch, denn wenn die Schlaufe angezogen wird, dann kann ja kein neues Garn kommen. Und da dazu hat es eine Bremse. Die Bremse ist da hinten. Die tut dann, wenn sie mit Bremse fertig ist, gibt sie dann das Garn wieder frei. Oder? Jetzt zum Beispiel. Ja, jetzt ist verschoben, wird der Knoten angezogen. Also ist die Schlaufe. Ja, so gleich, gell? Der Lineal bewegt sich natürlich. Ja, das ist ja auch da, wenn man so viel begreift, wie es geht. Da innen ist es komplizierter, wie der Knopf gebildet wird und wie das überhaupt, warum ist Schwänze so lang. Ja, das sind alles so komplexe Sachen. Und vor allem, alles geht nicht aus nach dem anderen. Da hat es so viele Handlungen, die in sich hineingreifen und gleichzeitig laufen. Super, also super Konstrukteure, die das gemacht haben. Da ist eine Levi-Maschine, es gibt aber Saurer-Fädelmaschine, Martini-Fädelmaschine, Bleidorn, alles da, wo anders einen Knopf macht. Anders, also anders, mechanisch gesehen anders. Jetzt hast du den Ball etwa genug, ja. Gell? Darum habe ich so aufgehört, wenn man da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 23 genug. Wenn wir die Stickereigeschichte sagen, wo das Balga eine wichtige Rolle gespielt hat, dann tun wir ein Lokal, wo wir original hier beim Museum zu haben, weil ja das ganze Gebäude ist das Museum im alten Rathaus. Und dann haben wir die Maschine hier aufgestellt. Und da konnte ich dabei sein und konnte dort lernen, das habe ich schon erzählt. Und Balga hat ohne weit und breit von der einzigen Maschine, die bedient wird, also St. Gallen natürlich hat so eine im Museum, oder dann musst du dann schon weitergehen auf Grabsufe. Dort wollen sie aber eine auswärtige Stickerei haben. Und dann wieder in Toggenburg ist nicht der Bernhard Hollenstuhl. Da muss man klar sehen, also Balga tut seiner Geschichte Ehre, seiner Stickereigeschichte Ehre. Und es besteht die Möglichkeit, Führungen hier zu machen, über Stickereigeschichte, über Stickereidorf. Das alles wäre auf der Gemeinds-Homepage einsichtig. Und wenn wir schon Balgen hier sticken, dann machen wir auch Balgen-Motiv, wie zum Beispiel Weindorf-Balgach oder hier ein Rebenzweig. Und eine ganz grosse Freude habe ich, dass ich dort den Entwurf selber gemacht habe. Und dann sieht man halt Stickel Karl Balgach. Das ist eine Karte, die es nie gibt. Die machen wir. Da habe ich gelernt, zeichnen. Und dann hat es bei jedem Motiv ist etwas Besonderes, wo ich etwas üben will. Ein Hexenstich hat es da dabei. Oder das Wabenmuster und so weiter. Da wäre jetzt im Detail. Aber ich probiere immer, mich noch im Sticken noch ein bisschen weiterzubilden. Mit Beratung von Bernhard Hollenstein in Mosnang, in Ehrenzrick. Ja gut, du musst jetzt nicht unter einen Scheffel stellen, gell? Du bist letztens als Spurensucher oder überhaupt bei der Kirchgemeinde lange quasi acht war, bist du gerade auch geirrt worden, gell? Ja, ich bin natürlich ein bodenständiger, nauriger Balger und kümmere mich um Balgen. Ich arbeite kleinen Entchen mit, habe nie nichts Grosses gesucht. Oder? Aber ja, man probiert etwas, gell? Man probiert etwas. Und der Spurensucher ist ein Thema, das in die Geschichte hineingeht. Und darum kenne ich auch die Stickereigeschichte. Ich kann auch erzählen über die Kinder, die hier arbeiten müssen, oder über die Frauen, oder also die Mütter. Mütter wäre ein Thema. Mütter wäre ein Thema. In die Richtung arbeite ich im Dorf.